Du bist selbstständige Führungskraft und willst endlich dauerhaft den Bauch loswerden, dann ist das Video hier genau das Richtige für dich. Denn jetzt gebe ich dir die 5 Tipps mit denen du möglichst schnell von A nach B kommst und wichtig, ohne nachher wieder in alte Muster zurückzufallen. Denn in der Vergangenheit hast du wahrscheinlich auch schon mal abgenommen durch irgendwie Kohlenhydrate reduzieren, viel mehr bewegen, aber das sind halt Sachen, die sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das können Leute machen, die sonst nicht viel zu tun haben, aber wenn du sagst, du hast einen durchgetakteten Alltag, dann werden die Sachen nicht funktionieren. Was du stattdessen machen musst, sind die 5 Sachen, die ich dir jetzt gleich mitgeben werde. Punkt Nummer 1, erstmal musst du dir klar werden, um was geht es denn wirklich beim Abnehmen. Beim Abnehmen geht es in erster Instanz immer darum, wie viel Kalorien verbrennt mein Körper und wie viel gebe ich ihm. Wichtig, jetzt nicht abschalten und sagen, ja, das habe ich schon mal gehört, ich will jetzt nicht Kalorien zählen. Ja, das ist mir bewusst, dass du das nicht willst. Es ist aber scheiße wichtig, dass du verstehst, um was es geht, denn sonst machst du wieder so einen Schwachsinn wie Kohlenhydrate reduzieren oder dich viel, viel mehr bewegen, weil du denkst, das ist wichtig. Und du denkst, ja, weil ich nicht frühstücke, weil ich unregelmäßig esse, darum tue ich mir schwer beim Abnehmen. Das ist alles Bullshit. In erster Instanz geht es immer darum, wie viel Kalorien kommen rein, wie viel gehen raus, wie bei einem Bankkonto. Da ist egal, wann am Tag das kommt und wann es wieder rausgeht, es ist schlussendlich wichtig, was passiert über den Tag und was passiert über die Woche. Wenn das im richtigen Verhältnis steht, dann wirst du abnehmen. Definitiv. So, jetzt Tipp Nummer 2, wenn wir jetzt dieses Defizit geschaffen haben, dann muss der Körper, also diesen Abstand schließen, und das macht er, indem er Energie entweder aus dem Fett oder aus der Muskulatur rausnimmt. Das heißt, er verliert entweder Muskeln oder Fett. Damit er nicht Muskulatur verliert, weil das wollen wir ja nicht, weil sonst sehen wir irgendwann wie ein Strich aus, ein bisschen eingefallen, müssen wir schauen, dass wir mehr Eiweiß konsumieren. Weil Eiweiß kannst du dir vorstellen wie so ein Schutzschild. Das umschließt deine Muskulatur, das sagt dem Körper quasi, hey, behalt die mal, geh ans Fett dran. Eiweiß kennst du wahrscheinlich, ist in Fleisch, Fisch, Eiern, Hülsenfrüchten, in vielen Lebensmitteln auch Milchprodukte zum Beispiel, so ein Skyr zum Beispiel, das ist ein sehr eiweißreiches Joghurt, ein Quark etc. Da ist viel Eiweiß, dass man schaut, dass man den Wert ein bisschen hoch bekommt. Vorteil, du verbrennst mehr Kalorien, wenn du mehr Eiweiß konsumierst, denn bei Eiweiß haben wir 25% Streuverlust von allen Kalorien, die wir aufgenommen haben. Fett und Kohlenhydrate sind nur 5%. Das heißt, du nimmst schneller ab, du bist besser gesättigt und du nimmst vor allem Fett ab und nicht Muskulatur. Punkt Nummer 3, wenn wir jetzt wissen, wir müssen in dieses Defizit nicht hungern. Nicht jetzt sagen, ah, warte mal, ich muss Kalorien sparen, das heißt, ich soll weniger essen. So FDH-like, frisst die Hälfte. Das ist nicht korrekt. Denn wenn du weniger isst, dann wirst du Heißhunger bekommen und wirst irgendwann wieder deutlich mehr essen. Das bringt mir auch schon zu Tipp Nummer 4. Das, wie wir in dieses Defizit kommen, das muss nachhaltig sein. Verabschiede dich im Kopf von so Hau-Ruck-Geschichten. Von wegen, ja, ich reiß mich 10 Wochen zusammen und nachher bin ich froh, wenn der Scheiß vorbei ist. Es tut mir leid, aber das wird nie funktionieren. Denn wenn die Methode, mit der du abnimmst, wenn du die nicht dauerhaft fortführen kannst, dann macht es keinen Sinn, dass du damit anfängst. Weil du nimmst ab, aber du wirst auch wieder zunehmen. Das kann ich dir garantieren und das weißt du selber, weil du es schon mal erlebt hast. Deswegen ist wichtig, dass ab dem ersten Kilo, was wir loswerden, dass das auf eine Art und Weise passiert, die wir nachhaltig verfolgen können. Der einfachste Weg, bin ich immer der Meinung, ist, dass man Alternativen beim Essen findet. Dinge, wo man sagt, das schmeckt mir genau gleich, das macht mich genau gleich satt, das ist auch verfügbar, das heißt, es gibt zum Beispiel auch in meinem Lieblingsrestaurant und es hat weniger Kalorien. Beispiel. Kleines, einfaches, simples, stupides Beispiel. Du bist beim Italiener und sagst für dich, ja, ob ich jetzt die Pizza oder die Nudeln esse, schmeckt mir eigentlich beides. Wenn du die Nudeln isst, dann sparst du dir halt wahrscheinlich so circa 400 Kalorien. 400 Kalorien mit Sport wegzubekommen, dafür müsstest du 45 Minuten ins Fitnessstudio gehen. Nächstes Beispiel, ob du die Nudeln mit einem Pesto oder einer Schinken-Rahm-Soße oder einer Tomatensoße, einer Arrabbiata isst, das sind auch gleich mal 250 Kalorien Unterschied. Dafür müsstest du auch wieder eine halbe Stunde in ein Fitnessstudio gehen. Das heißt, du kannst dir so ganz easy Kalorien aus dem Ärmel schütteln mit Sachen, wo du sagst, das ist eigentlich kein Verzicht. Das schmeckt mir ja auch. Da bin ich auch mit satt. Und dann geht's einfach, denn abnehmen muss immer die 4S beinhalten. Es muss schmecken, dein Essen. Es muss dich satt machen. Es muss simpel sein, das heißt nicht ewig in der Küche stehen müssen. Und es muss sozial verträglich sein, dass man auch mal sagen kann, hey, ich stoß mal an, wenn irgendeine Feier ist oder ein soziales Event oder sonst was.
Und der letzte wichtige Punkt, schau, dass du zeiteffektiv Kalorien verbrennst. Leute machen oftmals so einen Schwachsinn, sagen, ja, ich muss mich mehr bewegen, dann nehme ich ab. Das ist Quatsch. Erstens hat Sport eine sehr untergeordnete Rolle zum Abnehmen. Natürlich ist es schön, wenn du ihn machst. Aber schau da, dass du es zeiteffektiv machst. Dass du sagst, du machst kurze, knackige Einheiten, wo du den Puls ein bisschen hochtreibst. Viel effektiver, als da ewig irgendwo in einem Fitnessstudio rumzudümpeln, wo du sagst, eigentlich bin ich eh nicht gern hier. Schau, dass du das Training von zu Hause aus machst oder dass du irgendwie rausgehst oder dass du mehr Schritte in deinen Alltag einbaust. So Sachen, wo du sagst, das stresst mich nicht, das ist kein Mehraufwand. Da muss man immer schauen von Person zu Person, was macht mehr Sinn. So. Wichtig aus diesem Video jetzt, wenn du sagst, hört sich alles geil an, hört sich schlüssig an und ich weiß, dass die Sachen funktionieren, weil wir haben das schon mit, weiß gar nicht, 750 Leuten erfolgreich umgesetzt, das sind alles Selbstständige oder Führungskräfte und du sagst, okay, hört sich schlüssig an, aber wie mache ich das jetzt in der Praxis? Dann klick mal auf den Link unterhalb von diesem Video, trag dich über diesen Fragebogen ein, dann kannst du dir eine kostenlose Beratung bei uns buchen, wo wir uns Zeit mit dir nehmen, wo wir uns hinsetzen, schauen, was sind für dich die größten Hebel, werden dir Schritt für Schritt ein Konzept mitgeben, was für dich zu einem Erfolg führt und dann kommen wir auch da voran. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss, ciao.